Ja, hallo, meine Sportfanatiker und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute habe ich mal Proteingums für euch im Test. Ja, Leute, das ist doch echt schon krank. Ja, also es gibt ganz viele High-Protein-Produkte. Ja, Proteinriegel, Protein, Quarks und Puddings. Jetzt gibt es auch Fruchtgummi mit High-Protein. Hallo, alles klar, Jungs? Ja, so gesehen ist es jetzt kein High-Protein, es sind immer noch 69 Gramm Kohlenhydrate, allerdings 15 Gramm Eiweiß, also es wurde hier doch ganz schön viel Protein reingeballert. Wir haben hier einmal, ja, die Sorte Johannisbeere und Maracuja. Sie sind zuckerfrei, fettfrei und laktosefrei. Allerdings sind hier Gelatine drin. Ich glaube, es hat mich schon mal jemand gefragt, ob hier Gelatine drin sind. Ja, es ist nicht vegetarisch. Irgendwo müssen die Proteine ja herkommen, Leute. Und wir wollen die jetzt einfach mal probieren. Ich weiß gar nicht, was das hier sind. Das sind kleine Teddys. Wir fangen mal an mit Johannisbeere. Ich liebe ja schwarze Johannisbeere. Oh. Sie können aber vegetarisch sein, weil sie haben exakt genau die gleiche Konsistenz. Aber richtig fruchtig, Leute. Und auch richtig süß. Würde mir jetzt nicht auffallen, dass es irgendwie bearbeitetes Fruchtgummi ist ohne Zucker. Weil es ist echt richtig fruchtig. Maracuja-Geschmack, einmal hier einen gelben. Boah, nee, geil. Klar, wenn ich Lust habe auf Fruchtgummi und so, dann kaufe ich natürlich irgendwas von Lachgummi oder Haribo. Wenn man auf der Maracuja-Sorte rumkaut, wird das so ein bisschen bitter im Abgang. Ja, also der Geschmack, der ist hier so ein bisschen bitter. Aber schwarze Johannisbeere ist richtig gut. Echt klasse. Also dafür, dass die zuckerfrei und laktosefrei sind und 15 Gramm Protein haben. Ja, ich meine, normales Fruchtgummi hat noch nicht mal 1 Gramm Protein. Die haben hier 15. Klar, wird man sich natürlich jetzt keine Muskeln mit aufbauen. Aber es ist eine gute Alternative, wieder mal, wenn man Kalorien sparen will. Kohlenhydrate sind trotzdem drin, die kriegt man einfach nicht weg. Leute, wie gesagt, ich habe sie hier von Sportness. Bei DM kriegt ihr sie. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Ich glaube, ich würde sie mir sogar nochmal kaufen, allein wegen dieser Johannisbeersorte. Ich würde denen noch 8 Punkte geben. Mann, man kaut echt lang drauf rum. Ich würde denen auch 8 Punkte geben auf einer Skala von 1 bis 10. Leute, schaut wieder rein, abonniert hier oben meinen Kanal und wir sehen uns. Tschüss!